Ölwechsel, beinahe 12, 15 Bandit. Was braucht man dafür alles? Ein Ölauffangbehälter fürs Altöl, eine 17er Nuss für die Ölablassschraube. Ich wechsle den Filter mit, also einen Ölfilterschlüssel und einen neuen Ölfilter. Neues Öl. Ich habe jetzt CMW40, teilsynthetisches von Kaufland, K-Klassik. Im Grunde ist es egal, was man da reinkippt. Jetzt fahre ich aktuell vollsynthetisches Castrol, geht auch genauso gut Mineralöl, völlig egal. Das Ding nehme ich, um den Ölfilter festzuhalten. Und das ist eigentlich ein Polradabzieher von der Simson. Und ganz wichtig, Bier. Ich habe das Motorrad also warm laufen lassen. Der Ölauffangbehälter hat zwei Schrauben. Das eine ist der Deckel fürs Altöl, wo das Altöl reinläuft in die Pfanne. Und der andere Deckel ist die Entlüftung, damit es auch ablaufen kann. Und dann kann es losgehen. Als erstes die Kappe von der Öleinfüllöffnung abschrauben, damit es besser abfließt. Und jetzt unten aufmachen. Der Klassiker ist, dass die Ölschraube in den Behälter fällt. Deshalb ist es wichtig, die Schraube reinzudrücken, lose zu schrauben und wenn man merkt, dass Öl kommt, die Schraube festhalten und schnell wegziehen, bevor die Hand voll läuft. Mazel Tov, Glück gehabt. Die Königsklasse ist jetzt, den Ölfilter zu tauschen, beziehungsweise erstmal lose zu drehen, ohne größere Schweinerei. Ich habe mir jetzt hier ein Kuchenblech runtergelegt und die Ölwanne draufgestellt und hoffe, dass wenn ich den Ölfilter losschraube, dann wird es hier aus dieser Dichtung rauskommen, über die Krümmer laufen, beziehungsweise über den Sammler. Da wird das Öl auf jeden Fall drin bleiben, das wird noch eine Weile qualmen dann und unten abfließen. Und da ich nicht weiß, wo, wurde das eine ziemliche Schweinerei und ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles voll saue. Die einfachste Lösung, um den Ölfilter zu lösen, ist eigentlich immer die Hand, weil der Ölfilterschlüssel passt nicht so recht drauf. Schon gar nicht mit einer Nuss dazu. Die sind eigentlich nur mit 7 Newtonmeter so angezogen, also fast handfest. Und ich hoffe einfach, dass ich den auch so abgeschraubt kriege. Eigentlich muss man den Ölfilter nur alle zweimal wechseln. Kostet auch nicht viel. Da habe ich jetzt einen neuen. Baugleich. Alles gut. Der neue Ölfilter kommt jetzt rauf und man nimmt immer ein bisschen Altöl und streift damit diesen Gummidichtring ein bisschen ein, damit er nicht kaputt geht beim Raufschrauben. Den Rand hier am besten auch nochmal.
handfest reicht. Wenn man eine Ölablassschraube hat, die kein Aluring hat, dieser kleine Alu-Dichtring, dann braucht man eine neue, also mit Kupferring braucht man eine neue. Und die meisten haben auch hier so einen kleinen Magneten dran. Der war jetzt sauber. Und der Magnet fängt die kleinen Metallspäne auf, die sich vielleicht vom Getriebe gelöst haben, vom Motor gelöst haben. Und die sammeln sich dann an diesem kleinen Magneten dran. Ich habe eine Ersatzschraube mit Kupferdichtring. Die ist allerdings hier reingefallen beim letzten Mal und ist da immer noch drin. Und ich nehme jetzt einfach wieder die Originale mit dem Alu-Dichtring. Die Ölablassschraube kriegt einen Drehmoment von 23 Newtonmeter. 23 Newtonmeter sind eingestellt. Ganz sauber kriegt man es nicht. Aber was getan werden kann, sollte man tun. Ich habe mir bestimmt schon tausendmal vorgenommen, einen neuen Trichter zu kaufen, weil der wirklich mini ist und das Einfüllen beschwerlich ist. Aber irgendwie verdränge ich das jedes Mal. Also muss ich jetzt wieder mit dem Kleinen gehen. Jetzt sind es also genau 3 Liter drin und man sieht, der Ölstand ist ein bisschen übervoll. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch, weil der Ölfilter an sich ja noch leer ist. Ich lasse jetzt die Karre ein bisschen laufen, vielleicht so 30 Sekunden. Und nach 30 Sekunden hat sich das Öl verteilt und dann wird der Stand ein bisschen unter voll sein. Und dann fülle ich es einfach wieder auf, bis es auf bis F steht, bis zur F-Markierung. Laut Werkstatthandbuch soll man 3 Minuten warten und den Füllstand nach genau 3 Minuten nochmal inspizieren. Ja, jetzt hat sich das Öl natürlich verteilt. Das setzt sich jetzt wieder nach unten ab und nach 3 Minuten hat man den aussagekräftigen Wert. So, nach 3 Minuten sieht man schon, der Ölstand ist auf dem Lower Level, das heißt ganz unten. Und ich werde jetzt einen Ticken mehr reinkippen und werde mich langsam vortasten. So, das war also der Ölwechsel.